Plantimals geht es um eine Kombination aus Plants und Animals. Das heißt, man versucht, dass man Tiere mit Pflanzen kombiniert. Das Ganze ist nicht besonders schwer. Man kann hier wirklich schöne kreative Bilder stellen. Und so schauen wir uns zum Beispiel an, wie man eine Sonnenblume mit einem Löwen kombiniert. Im ersten Schritt möchten wir das Bild des Löwens zu unserer Blume hinüberbekommen. Dazu wählen wir ein beliebiges Auswahlwerkzeug, wie zum Beispiel hier das Rechteck, und wählen uns einfach den Bereich, den wir kopieren möchten, und gehen auf Bearbeiten, Kopieren. Danach schauen wir zum Bild unserer Blume und können hier einfach eine neue Ebene erstellen. Das heißt, hier mit dem Plus-Symbol haben wir eine Ebene, und auf diese möchten wir jetzt mit Bearbeiten einfügen das Bild des Löwens hereinbringen. Im nächsten Schritt möchten wir schauen, dass das Gesicht schön in der Mitte der Blume ist. Dazu verringere ich einfach von dieser Ebene die Deckkraft etwas, damit ich die Blume durchscheinen sehe, und gehe mit Bearbeiten, frei transformieren zur Auswahl, wo ich den Löwen schön verschieben kann. Jetzt kann ich ihn auch drehen, dass er wirklich schön in die Form hineinpasst, und ebenfalls die Größe anpassen. Und so schaue ich, dass das Ganze halbwegs passt. Kann ich die Deckkraft wieder nach oben ziehen und das Ganze bestätigen. Nun möchten wir aus der Löwenebene eine Ebenenmaske erstellen. Dazu gehen wir unten auf das Symbol und klicken einfach, um hier diese Ebene zu erstellen. Sie ist einfach jetzt weiß, aber wir können mit einem schwarzen Pinsel und dem Pinsel selbst, dazu nimmt man am besten eine geringe Härte, also dass es sehr weich ist, und zu Beginn eine angenehme Größe. Und so können wir jetzt mit Schwarz schön Teile von diesem Bild entfernen und einfach einmal um den Löwen herum malen, damit die Blume am Rand wieder schön zum Vorschein kommt. Mit weißer Farbe können wir das Ganze wieder rückgängig machen, aber hier möchten wir eh Teile mal weg haben. Aber um wirklich transparent zu malen, könnte man hier statt Schwarz-Weiß auch einen Grauton nehmen, oder man verändert oben den Fluss des Pinsels. Wir gehen jetzt mal auf, sagen wir, 20% herunter, 18%. Wenn ich jetzt mit dem Pinsel hier im Gesicht die Blüten freistellen will, sehe ich mit einem Klick, erkennt man nur etwas ganz Leichtes, und je öfter ich drüber ziehe, desto mehr kommt zum Vorschein. Und so kann ich hier einfach mal Teile der Blume zum Vorschein bringen. Das Ganze funktioniert auch schön bei der Nase herunter und hier an den Rändern. Wenn ich auch die Backen etwas freistellen will, auch hier kommen schön die Blüten zum Vorschein. Wenn ich das hier mit gedrückter Taste und wiederholten Drüberziehen erstellen. Und diesen Effekt möchte ich jetzt auch schön bei dem Fell außen herum haben. Ich schaue mit einem geringen Fluss, vielleicht sogar einer etwas größeren Pinselgröße, dass ich hier wirklich mit mehrfachen Ziehen schaue, dass ein schöner Übergang zur restlichen Sonnenblume entsteht. Ja, und so kann man einfach mit einer Ebenenmaske und einem Pinsel mit geringem Fluss das Bild eines Löwens und einer Blume schön verschmelzen lassen. Als Übungsbeispiel ist dieses Bild einer weißen Taube verlinkt. Und das könnte man ja gut mit einer weißen Lilie kombinieren. Und das Ganze funktioniert ganz ähnlich. Man kopiert sich die Taube rein, schneidet sie aus, erstellt eine Ebenenmaske, dreht sie um und passt sie dann mit einen Pinsel mit leichtem Fluss an die andere Blume schön an. Falls das Tutorial für dich hilfreich war, würde ich mich um ein Like freuen. In der Playlist findet man noch weitere dieser Übungen, und hier kommen auch jeden Mittwoch neue Aufgaben hinzu. Das heißt, wenn du keinen davon versäumen willst, kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.